Sehr geehrte Damen und Herren, anlässlich des Weltwirtschaftsforums, das in diesen Tagen in Davos in der Schweiz stattfindet, hat Bundeskanzlerin Merkel erneut für das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, kurz TTIP, geworben. TTIP steht dabei für Transatlantic Trade and Investment Partnership. Laut den Verhandlungspartnern sei der Abbau von Handelsbeschränkungen das Ziel von TTIP. Europa müsste nun laut Merkel die einzigartige Chance nutzen, seine Wachstumsmöglichkeiten durch weniger Hemmnisse im transatlantischen Handel zu beschleunigen und zu vergrößern. Zudem bietet das Abkommen die Möglichkeit, mit Blick auf die guten und hohen Standards im Umwelt- und Verbraucherschutz in Europa, ich zitiere Merkel, etwas für die Standardsetzung weltweit zu tun. Verlockende Worte, die zumindest belegen, dass die deutsche Bundeskanzlerin genau weiß, was den Menschen in Europa wichtig ist. Wird jedoch das von den USA propagierte Freihandelsabkommen diesem Anspruch gerecht? Dies ist nicht der Fall. Den wenigen EU- und US-Politikern, dafür aber rund 600 Beratern aus Großkonzernen, geht es nicht um den Schutz der Verbraucher und die Durchsetzung hoher Umweltstandards. Es geht ihnen vielmehr um die weltweite Durchsetzung der niedrigsten Verbraucherschutz- und Umweltstandards. In der Sendung vom 30. April 2014 hat Klagemauer TV bereits ausführlich über das geplante TTIP berichtet. Über den Link www.klartv2936 gelangen Sie direkt zu der Sendung. Das von den USA propagierte Freihandelsabkommen bedeutet vielmehr, dass ausländische Firmen minderwertige Produkte in Europa auf den Markt bringen dürfen, auch wenn diese nicht europäischen Standards entsprechen. Darüber hinaus dürften diese Firmen Schadensersatzansprüche an Länder und Kommunen stellen, wenn sie sich bezüglich der Einfuhr ihrer Waren in irgendeiner Weise benachteiligt empfinden. Konkret würde das zum Beispiel bedeuten: Die Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln würde in vielen Fällen aufgehoben werden. So zum Beispiel das in 160 Ländern verbotene Wachstumshormon Ractopamin. Der Verkauf von Gentechnikprodukten könnte erzwungen werden. Zusatzstoffe würden in Lebensmitteln erst verboten werden, wenn deren Schädlichkeit ausdrücklich nachgewiesen wäre. Die Wasserversorgung müsste privatisiert werden. Gewinner des Freihandelsabkommens wäre vor allem die bankrotte US-Regierung. Sie könnte einerseits mit Druck auf die EU-Länder ihren Export steigern, andererseits könnten US-Firmen die eigenen Kassen im Zuge der Durchsetzung von Schadensersatzklagen füllen. Und bei all dem würde im Falle einer Klage die Gerichtsbarkeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit außerhalb der üblichen Gerichte stattfinden. Wie aber kann ein derart schädliches Abkommen vor den Augen der Weltöffentlichkeit vorangetrieben werden? Dies wird vor allem durch einen Schulterschluss von Politik und Medien möglich. Deshalb informiert KlarTV über Themen, die in den Massenmedien wenig Gehör finden oder nur sehr oberflächlich behandelt werden. Geben Sie auch diese Infos an Freunde und Bekannte weiter. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend und viele anregende Diskussionen. Guten Abend, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Medienkommentar, den wir mit dem folgenden Zitat des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Franklin Roosevelt beginnen. In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, dann kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war. Als vor einigen Tagen die gesamte Weltpresse einhellige Einheit bewies und den ehemaligen luxemburgischen Premierminister und frisch gekürten EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker in Bausch und Bogen verdammte, rieb sich der aufmerksame Bürger verwundert die Augen. Sollte es tatsächlich so sein, dass die Presse mit einem Mal die Machenschaften der Politiker ungeschminkt aufdeckt? Was war geschehen? Unter dem Regierungsvorsitz von Herrn Juncker entwickelte sich das Fürstentum Luxemburg zum weltweit zweitgrößten Investmentzentrum direkt nach den USA. Möglich wurde dies durch eine sehr freundliche Steuerpolitik für Unternehmen, welche es großen multinationalen Konzernen ermöglichte, ihre Steuerlast auf weniger als 1% zu drücken. So etwas nennt man auch Steuervermeidung. Diese für die Unternehmen sehr vorteilhaften Steuersätze wurden in den letzten 5 Jahren durch Verhandlungen hinter verschlossenen Türen
zwischen dem ehemaligen luxemburgischen Premier Juncker und den Firmenvertretern ermöglicht. Und jetzt tauchen über diese geheimen Steuerabkommen plötzlich 28.000 Seiten hochbrisanter und geheimer Dokumente bei den Pressevertretern auf. Diese als sogenannte Luxemburg-Leak, zu Deutsch Luxemburg-Leck, bezeichneten Dokumente werden zu Recht als schwere Geschütze gegen Herrn Juncker verwendet. Sind auf einmal Dinge wie diese Steuerabsprachen, die hinter vorgehaltener Hand sowieso bekannt waren, an die Öffentlichkeit gebracht worden, um den europäischen Kommissionspräsidenten Juncker auf Linie zu bringen? Gibt es ein verborgenes, höheres Interesse, Herrn Juncker gerade jetzt zu diskreditieren? Diese Beurteilung liegt nahe. Denn es gibt hinter verschlossenen Türen noch andere, viel gewichtigere Geheimverhandlungen, in die Herr Juncker als europäischer Kommissionspräsident jetzt involviert ist. Gegen diese Verhandlungen gleichen die Luxemburger Steuerdeals eher einem Kindergeburtstag. Gemeint ist das TTIP, das transatlantische Freihandelsabkommen mit den USA und das dazugehörige Investor State Dispute Settlement, kurz ISDS. Mit ISDS sind von der Öffentlichkeit völlig losgelöste Schiedsgerichte gemeint. Sie können im Interesse von Großkonzernen im Streitfall die Rechtsprechung ganzer Länder aufheben und die elementarsten Interessen von europäischen Bürgern aushebeln und zunichte machen. Und genau diese Rechtshoheit der europäischen Staaten wollte Herr Juncker bewahren und hat als europäischer Kommissionspräsident Nachverhandlungen für das Freihandelsrahmenabkommen verlangt. Hierzu wird Jean-Claude Juncker zitiert: Er werde nicht akzeptieren, dass die Rechtsprechung der Gerichte in den EU-Mitgliedstaaten durch Sonderregelungen für Investorenklagen eingeschränkt wird. Das geplante Freihandelsabkommen ist also äußerst umstritten und Kritiker fürchten insbesondere die erwähnten Schiedsgerichte. Diese werden als eine Art unangreifbare Paralleljustiz kritisiert. Man muss damit rechnen, dass diese sogar zum Schutz von Investoren gegen die Interessen von ganzen Ländern entscheiden werden. Dass Herr Juncker von der Presse nun aufs Korn genommen wird, kommt den Multikonzernen sehr gelegen. Haben diese doch ein großes Interesse daran, dass Herr Juncker seine Lektion versteht, sich umbesinnt und die geforderten unabhängigen Schiedsgerichte nun doch zulässt. Das zeigt nur eins. Wenn es um zukünftige Gewinne geht, sind die multinationalen Konzerne alles andere als zimperlich und lassen einen alten Weggefährten, wie ihn Herr Juncker, auch mal politisch gesehen über die Klinge springen, wenn dieser den internationalen Interessen in die Quere kommt. Dass er in der Vergangenheit genau diesem Klientel in Luxemburg äußerst vorteilhafte Steuerdeals verschaffte, scheint dann nicht mehr zu zählen. Wir werden für Sie weiterhin an dieser Sache dranbleiben und uns auch bemühen, hinter die Kulissen zu blicken, um Ihnen die wirklichen Zusammenhänge aufzuzeigen. Besuchen Sie uns bald wieder hier auf Klagemauer TV. Guten Abend. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, hier aus dem Studio Wien. Hinter verschlossenen Türen bereiten einige wenige Politiker der EU, USA und ca. 600 Beratern von Großkonzernen das transatlantische Freihandelsabkommen, Transatlantic Trade and Investment Partnership, vor, kurz das TTIP, das bis 2015 in Kraft treten soll. Ziel ist die Einrichtung einer transatlantischen Freihandelszone, was den Abbau und die Angleichung von Vorschriften für sämtliche Bereiche des wirtschaftlichen Lebens bedeutet. Im Klartext heißt dies, dass sich der eine Kontinent dem anderen Kontinent auf das jeweils niedrigere Niveau der Vorschriften anpasst. Der Verbraucherschutz und somit der Bürger bleiben auf der Strecke. Alleiniger Gewinner sind die Großkonzerne. Was hier für die Menschen in Europa und USA geplant wird, ist sehr weitreichend und folgenreich. Da man in den Massenmedien nichts von diesen geplanten Verträgen hört, gleicht KTV dieses Informationsdefizit aus. Hier einige Auszüge, wie uns Bürger dieses Abkommen unmittelbar betreffen würde. In US-Lebensmitteln ist zum Beispiel alles erlaubt, dessen Schädlichkeit nicht bewiesen ist. Verbote werden erst erlassen, wenn bereits Schädigungen entstanden sind, also wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. In Europa dagegen rechtfertigt schon ein Verdacht auf Schädigung ein Verbot. Die Angleichung würde vom europäischen Standard auf dem amerikanischen Standard absinken.
Eine neue, supranationale Rechtsordnung gibt den Großkonzernen dann die Möglichkeit, entgangene Gewinnerwartungen einzuklagen. Wenn zum Beispiel Regierungen bis hinunter zu den Bundesländern und Kommunen gegen die Einfuhr von Produkten oder Rohstoffausbeutung protestieren oder klagen, können sie deshalb auf Schadenersatz verklagt werden. Dies wird dann nicht vor bestehenden Gerichten verhandelt, sondern ein Schiedsgericht zur Streitbeilegung wird von 15 Anwaltskanzleien gebildet, die sich auf Investitionsklagen gegen Staaten spezialisiert haben. Im Endeffekt entscheiden drei Richter, ob ein Staat die erwarteten Profite eines Unternehmens beeinträchtigt. Diese Richter sind sehr oft Angestellte von Kanzleien, die auch für die Konzerne arbeiten. Diese Gerichte tagen im Geheimen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Niemand erfährt somit, wie hier verhandelt wird. Beispiele für die Einführmöglichkeit sind zum Beispiel mit Chlor und Desinfektionsmittel behandelte Hähnchen und mit Wachstumshormonen hergestelltes Schweinefleisch. Dazu gehört das in 160 Staaten verbotene Wachstumshormon Ractopamin, das so ohne Kennzeichnung in unsere Nahrungsmitteln und auf unsere Teller gelangt. Der Verkauf von Gentechnikprodukten in europäischen Supermärkten kann erzwungen werden, weil ihr Verbot den freien Handel behindert. Ebenso werden viele weitere Kennzeichnungspflichten im Lebensmittelbereich aufgehoben. Eine kleinbäuerliche europäische Agrarwirtschaft wird sich gegenüber dem agrarindustriellen Ansatz in Nordamerika nicht halten können. Die Marktnischen regionaler Wertschöpfung und kleiner Unternehmen werden von dollarschweren Konzernen erdrückt. Es beinhaltet weiter die Privatisierung der Wasserversorgung, weil zum Freihandel auch eine für Investoren käufliche Infrastruktur gehört. Es wirkt somit bis in die wirtschaftliche, regionale Flächennutzung und Raumplanung, den Wasserschutz und die Waldnutzung, die öffentliche Auftragsvergabe und Rohstoffausbeutung hinein. Es kann Gemeinden und Regionen zwingen, das Fracking zuzulassen, das bisher in Europa noch teilweise verboten ist. Fracking meint Tiefenbohrungen zur Förderung von Erdgas, was eine Verschmutzung und Vergiftung von Umwelt und Wasser zur Folge hat. Politisch kann das Abkommen weder durch Wahlen noch durch Regierungswechsel noch durch irgendwelche Protestaktionen aufgehoben werden. Es könnte nur durch einstimmigen Beschluss aller Politparteien außer Kraft gesetzt werden, was in der Praxis nicht zustande kommt und gegen alle Regeln der Demokratie verstößt. Verehrte Zuschauer, dies sind nur einige Auszüge aus den Inhalten dieses Abkommens und was es für uns als Verbraucher bedeutet. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Freihandelsabkommen so aufgebaut ist, dass es weder politisch, rechtlich angreifbar noch absetzbar ist und dadurch weniger Eliten aus Finanzwelt, Konzernen und Politik eine Wirtschaftskontrolle über die ganze Bevölkerung der USA und Europa gibt. Auch zwischen anderen Ländern sind in Vergangenheit und Gegenwart schon solche Abkommen verhandelt worden, wie zum Beispiel das Trans-Pacific Partnership, das North Atlantic Free Trade Area und das CITA zwischen EU und Kanada, wo schon Länder finanziell von Großkonzernen verklagt werden. In einer Demokratie ist das Volk der Souverän, daher kann die Lösung auch nur vom Volk kommen. Das geschieht als erstes über Information und Aufklärung. Deshalb empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie dran, sich und andere aufzuklären. Wer hier gleich konkret aktiv werden und seine Gegenstimme laut Ausdruck verleihen möchte, kann dies morgen, Donnerstag, den 1. Mai und am Samstag, den 17. Mai, bei den Aktionstagen der Bewegung Mehr Demokratie tun. Wo diese überall stattfinden, sehen Sie unter www.mehr-demokratie.de, dort unter Aktionen. Auf Wiedersehen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker,
und Finanzmogule brauchen wir.